Ja, herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal und heute zeige ich euch einmal das Limited Edition Zippo aus einer Japan-Kollektion von Iron Man. Ja, wie gesagt, das Zippo kommt aus einer Japan-Kollektion und ist für den restlichen Markt eigentlich gar nicht gemacht worden. Ja, Feuerzeug selber befindet sich in einer Pappschachtel von Zippo und das ist das erste Bild, was man halt sieht, wenn man die Schachtel aufmacht. Das Feuerzeug selber ist aus Messing, ist nochmal in einer Plastikfolie eingepackt und ich nehme das hier mal raus. Ja, wie man sieht, ist halt ein Original Zippo anhand der Buchstaben, ich kann es jetzt gerade nicht so wirklich lesen, steht einmal unten drunter D2015, der Buchstabe D steht für den jeweiligen Monat, beginnt bei A, sprich wäre der vierte Monat 2015, und was so viel bedeutet, halt eben, dass dieses Feuerzeug halt eben April 2015 gefertigt worden ist. Ja, auf der Vorderseite sieht man, ist die Iron Man bzw. vorne der Iron Man eingraviert und oben in der rechten Ecke das Shield Logo. Dann ist das Ganze nochmal auf der Seite graviert, wobei im unteren Teil ist der nochmal ein Arc-Reaktor eingraviert. Oben im Deckel der Helm vom Iron Man und unten drunter unter dem Arc-Reaktor die Limitierungsnummer. Und das ist die, ich kann es gerade selber schlecht lesen, ich meine, das ist die 532 von 3000 Stück. Ja, wie gesagt, wieder die Vorderseite, auf der anderen Seite oben im Deckel Zippo eingraviert und unten nochmal eine weitere Iron Man Pose und auf der Rückseite meine absolute Favoritenpose, die Dreipunktlandung, auch nochmal mit dem Shield-Logo oben drin in der Ecke und das ist wirklich mal wieder eine ziemlich geile Sache. Wobei das mit den Gravierungen immer noch nicht das Ende gewesen ist, weil das ist tatsächlich auch nochmal mit dem Iron Man Schriftzug oben auf dem Deckel graviert. Ja. Sehr schönes Ding. Habe ich durch Zufall wieder mal im Internet gefunden und gesehen und auch gleich zugeschlagen. Ja, das war es im Endeffekt auch schon wieder. Wie gesagt, wie ich finde, ein ziemlich gelungenes und ziemlich cooles und außergewöhnliches Teil. Mal wieder was ganz anderes in meiner kleinen, aber feinen Sammlung. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal.